Nach Dioden und Bipolartransistoren soll nun das Verhalten von JFET-Transistoren mit Hilfe der Simulationssoftware veranschaulicht werden. JFET steht für Junction Field Effect Transistor. Der hier zu sehende Transistor besteht aus einem n-dotierten Kristall, an dem links der Kontakt für den Source-Anschluss und rechts der Kontakt für den Drain-Anschluss herausgeführt ist. In der Mitte befindet sich der p-dotierte Bereich mit dem Gate-Anschluss. Die Simulation berechnet die Verhältnisse innerhalb einer einzelnen Atomlage. Die Verhältnisse ober- und unterhalb dieser Atomlage werden als symmetrisch angesehen und somit wird deren Einfluss vernachlässigt. Der hier zu sehende Querschnitt kann sowohl von einem zylinderförmigen als auch von einem quaderförmigen Transistor stammen. Im ersten Fall ist der p-dotierte Bereich des Gate-Anschlusses ringförmig aufgebaut, im zweiten Fall besteht dieser aus einem quaderförmigen unteren und oberen Bereich, der mit ein und demselben Gate-Kontakt verbunden ist. Der hier zu sehende Transistor ist 100 x 122 Atome, also ca. 89 x 47 Nanometer groß. In dem n-dotierten Bereich befinden sich 204 fünfwertige Fremdatome und in dem p-dotierten Gate-Bereich befinden sich 153 dreiwertige Fremdatome. Somit sind zu Beginn der Simulation 204 überzählige Elektronen und 153 Elektronenfehlstellen in der simulierten Kristallschicht. Erneut ist die Konzentration an Fremdatomen deutlich höher als in realen Bauteilen, um die Vorgänge sichtbar machen zu können. Wie bei der Simulation von Dioden und Bipolartransistoren genügen auch hier wenige Voraussetzungen, um einen virtuellen JFET-Transistor berechnen zu können. Das Java-Programm errechnet zunächst die elektrostatische Kraft zwischen dem aktuell betrachteten Teilchen und allen Ladungen innerhalb des Kristalls. Zur Summe dieser Kraftwirkungen wird eine Zufallskomponente mit einer beliebigen Richtung und einem Betrag in einem vorgegebenen Intervall addiert. Diese Zufallskomponente berücksichtigt die Bewegung der geladenen Teilchen entsprechend einer vorgegebenen Temperatur. Die Ladung wechselt mit dem nächsten Schritt zu dem Nachbaratom, dessen Bindungswinkel der Summe dieser Kräfte am nächsten liegt. Um die Rechenleistung gering zu halten, werden Löcher als positive Ladungen betrachtet, die sich frei in dem Kristall bewegen können. Aus den vorangegangenen Videos sollte euch bereits bekannt sein, dass die scheinbare Bewegung der Löcher in Wahrheit durch den Austausch von Elektronen hervorgerufen wird. Die Bewegung der Löcher wird in der Simulation verlangsamt, indem längere Pausen eingerechnet werden, bevor ein Loch zum nächsten Nachbaratom wechselt. Um die Abwanderung der beweglichen Ladungsträger von den ortsfesten, gegensätzlich geladenen Fremdatomen zu erleichtern, wird der Einfluss dieser Kraft in einem kleinen Radius um die Ionen verringert. Starten wir die Simulation zunächst ohne angelegte Spannung. In der Atomlage des Kristalls befinden sich zwei PN-Übergänge, deren Verhalten bereits in der Simulation zu Dioden ausführlich besprochen wurde. Elektronen und Löcher wandern zunächst ungerichtet durch den Kristall. Befinden sich ein freies Elektron und ein Loch Seite an Seite, rekombinieren beide Ladungsträger zu einer elektrisch neutralen Atombindung. Dem Kristall werden dadurch zwei frei bewegliche Ladungsträger entzogen und es bleiben zwei unterschiedlich geladene, ortsfeste Ionen zurück. Die negativ geladenen Ionen der Fremdatome befinden sich dabei in der p-dotierten Zone des Gate-Bereichs und die positiv geladenen Ionen in dem n-dotierten Bereich des Kristalls. Somit bauen sich elektrische Felder zwischen den unterschiedlich dotierten Bereichen des Kristalls aus. Diese Felder verhindern einen weiteren Austausch von Ladungsträgern zwischen den unterschiedlich dotierten Zonen des Kristalls und es bildet sich nach einiger Zeit eine Gleichgewichtssituation aus, weswegen keine weiteren Rekombinationsprozesse beobachtet werden können. Stoppen wir die Simulation und betrachten die Ladungsverteilung innerhalb verschiedener Zonen des Kristalls.
Die Anzahl frei beweglicher Ladungsträger ist auf 128 Elektronen und 77 Löcher zurückgegangen. 76 Elektron-Loch-Paare sind dem Kristall aufgrund von Rekombinationsprozessen entzogen worden. Sämtliche Löcher befinden sich in dem p-dotierten Gate-Bereich, die Elektronen in dem n-dotierten Rest des Transistors. Der Gate-Bereich ist insgesamt 68-fach negativ geladen, der n-dotierte Bereich entsprechend 68-fach positiv. In Summe ist der Kristall also nach wie vor elektrisch neutral. Betrachten wir die Gate-Bereiche genauer, indem wir diese in einen äußeren und inneren Bereich unterteilen, so sehen wir, dass die äußeren Bereiche stärker negativ geladen sind als die Kernbereiche. Ebenso sind die Bereiche rings um die p-dotierte Zone stärker positiv geladen als die weiter entfernt liegenden Zonen. Wie bereits bei der Simulation von Halbleiterdioden bilden sich durch die ungleiche Ladungsverteilung elektrische Felder aus, welche die beweglichen Ladungsträger aus bestimmten Bereichen fernhalten. Elektronen werden von der Grenzfläche zwischen den unterschiedlich dotierten Bereichen in die n-dotierte Zone gezogen, Elektronenfehlstellen entsprechend in die p-dotierten Bereiche. Die elektrischen Felder sind dabei so stark, dass sich direkt um die Grenzfläche keine beweglichen Ladungsträger befinden. Wie in einer Diode haben sich zwei Sperrschichten an den Kontaktflächen ausgebildet. Was passiert nun, wenn eine Spannung zwischen Source- und Drain-Kontakt angelegt wird? Die Wirkung angelegter Spannungen wird in der Simulation durch ein Ungleichgewicht von Ladungsträgern eingerechnet. Wird eine positive Spannung zwischen Source- und Drain-Kontakt angelegt, werden auf der linken Seite zusätzliche Elektronen injiziert und die gleiche Anzahl an Elektronen dem Kristall auf der rechten Seite entzogen. Insgesamt bleibt der Kristall somit elektrisch neutral und die Anzahl frei beweglicher Ladungsträger bleibt konstant. Die Zone um den Source-Kontakt wird durch die Spannungsquelle stärker negativ und die Zone um den Drain-Kontakt stärker positiv geladen. Diese ungleiche Ladungsverteilung zieht die Elektronen nach rechts zum Drain-Kontakt. Es fließt ein elektrischer Strom durch den Transistor, obwohl keine Spannung an den Gate-Kontakt angelegt wurde. Bei genauem Hinsehen dürfte euch auffallen, dass sich die Sperrschicht nach dem Anlegen der Spannung zwischen Source und Drain ein klein wenig verändert hat. Da die Elektronen von der ungleichen Ladungsverteilung nach rechts gezogen werden, wandern die Löcher ihrerseits nach links. Die Sperrschicht wird auf der linken Seite geschwächt, auf der rechten hingegen verstärkt. Die ladungsträgerfreie Zone ist nicht mehr symmetrisch rund um die Kontaktfläche zwischen den unterschiedlich dotierten Bereichen angeordnet. Kurzzeitig wird die linke Seite so stark geschwächt, dass weitere Löcher mit Elektronen zu neutralen Atombindungen rekombinieren. Dadurch wird der p-dotierte Bereich stärker negativ und der n-dotierte Bereich insgesamt stärker positiv geladen. Die Sperrschicht wird verstärkt und der weitere Austausch von Ladungsträgern wird verhindert. Zwischen den beiden p-dotierten Bereichen verbleibt in dem n-dotierten Bereich nur ein kleiner Kanal, durch den die Elektronen fließen können. Der hier zu sehende Transistor wird daher als N-Kanal-JFET bezeichnet. Im Gegensatz zu den zuvor besprochenen Bipolartransistoren sind JFET-Transistoren ohne angelegte Spannung an der mittleren Elektrode elektrisch leitend. Man nennt JFETs daher selbst leitend, Bipolartransistoren hingegen selbst sperrend. Wie kann der Stromfluss mit der Gate-Elektrode beeinflusst werden? Da der Transistor ohne angelegte Gate-Spannung bereits elektrisch leitend ist, muss ein Weg gefunden werden, den Stromfluss zu unterbinden. Betrachten wir den Kristall im Gleichgewichtszustand ohne angelegte Spannung. Wie bereits bemerkt, befinden sich nur wenige Elektronen in dem Kanal zwischen den beiden p-dotierten Bereichen. Durch Vergrößern der Sperrschicht können diese ebenfalls aus diesem Kanal verdrängt werden.
Die Simulation zu Halbleiterdioden hat gezeigt, dass die Sperrschicht zwischen zwei unterschiedlich dotierten Bereichen durch Anlegen einer Spannung vergrößert werden kann. Dazu muss der p-dotierte Bereich an den negativen Pol und der n-dotierte Bereich an den positiven Pol einer Gleichspannungsquelle angeschlossen werden. Verbinden wir also Source- und Gate-Kontakt mit einer derart gepolten Gleichspannungsquelle. Die Simulationssoftware entzieht dem Kristall am Source-Kontakt Elektronen und injiziert diese am Gate-Kontakt. An der Elektrode des Gate-Kontakts wird dabei pro injiziertem Elektron eine Elektronenfehlstelle durch Rekombination dem p-dotierten Bereich entzogen. Nach wie vor bleibt der Kristall elektrisch neutral, jedoch wird die Anzahl an frei beweglichen Ladungsträgern verringert. In den p-dotierten Bereichen verringert sich die Anzahl an Löchern, die Anzahl an negativ geladenen Ionen der Fremdatome bleibt jedoch konstant. Folglich werden diese Bereiche insgesamt stärker negativ geladen. Umgekehrt verringert sich die Anzahl an Elektronen in dem n-dotierten Bereich, in welchem die Anzahl an positiv geladenen Ionen konstant bleibt. Dieser Bereich wird stärker positiv geladen. Die verbliebenen Löcher werden von den elektrischen Feldern dabei in die inneren Bereiche der p-dotierten Zone gedrängt, die Elektronen hingegen in die inneren Bereiche der n-dotierten Zone. Wie zu sehen, wächst die Sperrschicht rund um die Grenzfläche zwischen den unterschiedlich dotierten Bereichen an und die Elektronen werden aus dem Kanal verdrängt. Zu sehen ist außerdem, dass die Ladungsverteilung zwischen Source- und Drain-Kontakt durch die angelegte Spannung ebenfalls in Schieflage geraten ist. Der Drain-Kontakt ist nicht an die Spannungsquelle angeschlossen, wodurch dieses Ungleichgewicht in der Simulation erhalten bleibt. Befindet sich ein Transistor in einem realen Stromkreis, so werden derartige Potentialdifferenzen durch einen davon hervorgerufenen Strom ausgeglichen. Die Simulationssoftware besitzt für diesen Ladungsausgleich eine Schaltfläche. Nun werden so lange Elektronen zwischen Source- und Drain-Kontakt ausgetauscht, bis die beiden Kristallhälften gleich stark geladen sind, wodurch eine symmetrische Sperrschicht ausgebildet wird. Der Kanal zwischen den beiden p-dotierten Bereichen ist nun 17-fach positiv geladen. Jedoch wird die positive Ladung durch die negativ geladenen Ionen der Fremdatome ober- und unterhalb des Kanals mehr als kompensiert. Weiterhin zieht die positive Ladung der angrenzenden Zonen negativ geladene Partikel an. Dadurch werden Elektronen aus dem Kanal gedrängt. Schließen wir erneut Source- und Drain-Kontakt an eine Spannungsquelle an. Zu beachten ist jetzt die Polarität der beiden Spannungsquellen. Zwischen Source- und Drain-Kontakt liegt wieder eine positive Spannung an, zwischen Source- und Gate-Kontakt hingegen eine negative Spannung. Das Nullpotential, also der gemeinsame Anschluss der beiden Spannungsquellen, liegt am Source-Kontakt. Wiederum werden dem Kristall Elektronen am Source-Kontakt injiziert und am Drain-Kontakt entzogen und es bildet sich eine ungleiche Ladungsverteilung aus. In der linken Kristallhälfte befinden sich im Vergleich zur rechten Hälfte 18 Elektronen mehr. Das dadurch hervorgerufene elektrische Feld schwächt zwar die Sperrschicht auf der linken Seite, ist aber dennoch nicht stark genug, um Elektronen in den Kanal zwischen den beiden p-dotierten Bereichen zu drängen und einen Strom vom Source zum Drain-Kontakt fließen zu lassen. Der Transistor ist gesperrt. Durch Anlegen einer negativen Spannung an den Gate-Kontakt kann der Stromfluss durch einen N-Kanal-JFET verringert bzw. unterbunden werden. Wird die negative Spannung am Gate-Kontakt verringert, fließt ab einem bestimmten Wert wieder ein Strom durch den Transistor. Wie zu sehen, fließt durch den Gate-Kontakt nur dann kurzzeitig ein elektrischer Strom, wenn die Spannung an diesem verändert wird. Sobald sich ein Gleichgewicht ausgebildet hat, ist kein Ladungsaustausch zwischen dem p-dotierten Bereich des Gates und dem n-dotierten Bereich des restlichen Kristalls zu beobachten. Es sind keine Rekombinationsprozesse zu sehen.
Im Gegensatz zum Bipolartransistor ist im Gleichgewichtszustand keine elektrische Energie am Gate-Anschluss nötig, um diesen Zustand aufrecht zu erhalten. Alleine das elektrische Feld der Sperrschicht rund um die Kontaktfläche beeinflusst den Widerstand der Source-Drain-Strecke des Transistors, was zur Namensgebung des Bauteils geführt hat. Besteht der Grundkörper des Transistors aus einem p-dotierten Kristall, in dem sich zwei n-dotierte Bereiche befinden, so spricht man von einem p-Kanal-JFET. Hier muss der Gate-Anschluss im Vergleich zum Source-Anschluss mit einer positiven Spannung angesteuert werden, um die Sperrschicht anwachsen zu lassen und so den Transistor in den gesperrten Zustand zu versetzen. Aufgrund der im Vergleich zu Elektronen geringeren Beweglichkeit der Elektronenfehlstellen ragt die Sperrschicht tiefer in die p-dotierte Zone, weshalb der Kanal etwas verbreitert wurde, um den Transistor im spannungslosen Zustand überhaupt leitfähig zu machen. In der hier zu sehenden Simulation wandern die Elektronen von rechts nach links durch den Transistor, wodurch sich die Elektronenfehlstellen von links nach rechts durch das Bauteil bewegen. Den Quellcode des Java-Programms und mehr Infos zu JFETs und zu weiteren Halbleiterbauteilen findet ihr auf der Projektseite. Danke fürs Angucken und bis demnächst!